Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kult Magazins. Heute mit dem Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Wir sind Jana Egelseher und Laurenz Seiringer. Inklusion. Diesen Begriff haben wir wahrscheinlich alle schon einmal gehört oder gelesen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Was kann man unter Inklusion verstehen? Einfach gesagt bedeutet Inklusion, dass alle mitmachen dürfen und niemand mehr draußen bleiben muss oder ausgeschlossen wird. Inklusion ist, wenn das Nebeneinander zum Miteinander wird, wenn Anderssein als normal gilt. Das ist Inklusion. Inklusion ist die Annahme und Bewältigung menschlicher Vielfalt. Dabei ist Inklusion nicht gleichbedeutend mit Integration. Raoul Krauthause, der deutsche Inklusionsaktivist, differenziert wie folgt. Integration meint, dass die Mehrheitsgesellschaft Platz schafft für eine Minderheit. Dadurch bleibt das Machtgefälle aber existent. Die Minderheit muss sozusagen damit Vorlieb nehmen, mitmachen zu dürfen und einen Platz in der Gesellschaft eingeräumt zu bekommen. Integration wiederum bedeutet, dass jeder Mensch in einer Gesellschaft das Recht hat, sich so zu entfalten, wie er oder sie es möchte. Denn jede Person ist anders und wir alle haben Ziele, Träume und Wünsche, die wir uns selbst erfüllen wollen. Inklusion ist außerdem ein Menschenrecht, welches seit 2008 in Österreich gilt. So steht es in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein internationaler Vertrag, bei dem sich alle Unterzeichnerstaaten dazu verpflichten, die Rechte der Menschen zu fördern, zu schützen und vor allem zu gewährleisten. Inklusion wird zumeist nur so weit zugelassen, solange es nichts kostet. Allerdings darf die Kostenfrage bei Menschenrechten nicht gestellt werden. Inklusion bedeutet, jedem die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten und das gemeinsam im gleichen Raum. Dennoch schreitet dieser Prozess nur sehr langsam voran. Doch woran liegt das und was kann dagegen getan werden? Meine Kolleginnen Alex, Jana und Manuel haben sich auf den Straßen Salzburgs umgehört. Hallo und herzlich willkommen aus dem verregneten Salzburg. Wir sind heute wieder im Rahmen des Kultmagazins unterwegs und zwar zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Und hier sind wir gerade in der Getreidegasse und möchten mit den Menschen über ihre Ansichten und Meinungen diesbezüglich sprechen. Die erste Frage ist eigentlich ganz einfach, was ist für Sie persönlich Inklusion? Da bringen Sie mich schon in Stotterer. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ja. Nee, Inklusion ist inklusiv, oder? Nein. Ja, eigentlich schon, oder? Was es für Sie persönlich ist? Also so ist eine Definition. Einfach für Sie persönlich, was verstehen Sie darunter, wenn Sie das irgendwo hören oder lesen würden? Also Inklusion, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft so zu integrieren, dass es barrierefrei ist. Ja, genau. Im Sozialen wie im Physischen. Barrierefreiheit, wo ich anstandslos über jedes Hindernis hineinkomme, eigentlich. Das verstehe ich darunter. Na, wie zuerst gerade gesagt, ich verstehe es gar nicht, aber es geht um Barrierefreiheit. Ja, genau. Also Barrierefreiheit zum Beispiel im Kunst- und Kultursektor, wenn zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel Eingänge haben, wo zum Beispiel keine Stufe oder so ist. Ja. Das zum Beispiel ist Barrierefreiheit und Inklusion an sich ist zum Beispiel, wenn einfach jeder Mensch mit eingebunden ist und keiner sozusagen ausgeschlossen wird. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, genau. Kennen Sie vielleicht, wenn ich jetzt sage, das Wort Barrierefreiheit, kennen Sie vielleicht in Salzburg irgendwelche Kultureinrichtungen, die barrierefrei sind? Fällt Ihnen da vielleicht was ein? Nein, weil ich nicht nach Salzburg bin. Ah, okay. Interviewpartner. Nein, Sie sind überhaupt kein falscher Interviewpartner, das ist genau richtig so. Aber zum Beispiel in Salzburg gibt es zum Beispiel das Landestheater, das sagt Ihnen vielleicht was. Genau. Und das zum Beispiel ist barrierefrei. Das heißt, da gibt es einen Lift und da können zum Beispiel auch Menschen mit Rollstuhl oder so reinfahren und haben da zum Beispiel keine Probleme. Ja, dann soll das überall so sein wie im Landestheater. Ja. Das ist meine Meinung. Aber auch in die Büros und in die öffentlichen Gebäude, ist egal, ob es Verwaltung oder Magistrat oder sonst irgendwas geht.
Kennen Sie, weil Kunst- und Kulturbereich ist da natürlich für uns sehr wichtig, weil wir eben vom Kultmagazin sind. Kennen Sie in Salzburg irgendwelche Kunst- und Kultureinrichtungen, die barrierefrei sind? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das natürlich aufgrund meiner Vollkommenheit bisher noch nicht so genau gecheckt. Ich komme ja auch nicht direkt aus Salzburg, sondern aus Bad Reichenhall. Also so gesehen, also kann ich jetzt keine ehrliche Antwort drauf geben. Das macht nichts. Zum Beispiel das Landestheater ist barrierefrei oder auch das Rockhaus, falls Ihnen das was sagen würde. Ja, alles was, ja. Ich bin ja aus der Nachbarschaft. Ja. Bei uns schon. Aber wir kommen aus Deutschland und wir haben ein Konzerthaus und dort ist es barrierefrei. Da sind extra Eingänge gemacht worden, da man auch mit der Rollstuhl reinkommt, genau. Und so weiter. Genau. Um das geht es doch. Genau. Kennen Sie auch sonst noch was? Vielleicht in Salzburg? Wir sind nicht von hier, wir sind erst seit 2 Tagen hier auf Besuch. Okay. Und von daher... Ja, lassen wir uns überraschen bei den Festspielen, da haben wir Karten. Und dann sehen wir es ja, wie und was. Genau. Ja, in Salzburg zum Beispiel gibt es ja das große Landestheater, das kennen Sie sicher vom Namen her. Vom Namen, aber wir haben Karten fürs große Festspielhaus. Und da gehe ich stark davon aus, dass die auf jeden Fall barrierefrei sind. Na hoffentlich, oder? Ja. Kenne ich eigentlich. Das Festspielhaus, das ist barrierefrei, was ich mich erinnern kann. Das Museum am Mönchsberg ist teilbarrierefrei. Sonst kenne ich nichts momentan. Haben Sie in Ihrem persönlichen Alltag irgendwelche Berührungspunkte damit oder sind Sie damit schon mal konfrontiert worden in Ihrem Alltag? Also da ich ja vom Beruf Heilpädagoge war zumindest, habe ich natürlich damit ordentlich zu tun gehabt. Aber wir sind öfters in Berlin zum Beispiel und da haben wir festgestellt, dass zum Beispiel Busse, die Stadtbusse, im Gegensatz zu anderen Städten, wo wir es schon erlebt haben, die Busse können eine Rampe ausfahren und auch die Busfahrer sind da sehr, sehr hilfsbereit und kommen gleich und wenn ein Rollstuhlfahrer ist, dass er nachher auch wieder hilft zum Ausladen, also dort sehr vorbildlich. Sind Sie vielleicht in Ihrem persönlichen Alltag mit... Eingeschränkt oder was? Nein, sondern mit dem Begriff irgendwie schon mal in Verbindung gekommen oder haben da irgendwelche... Bei der Wohnungssuche, ja. Ja, zum Beispiel, also es gibt es eigentlich eh überall. Ja, wenn ich noch mobil genug bin, nicht? Im hohen Alter. Ja, ist ja auch wichtig. Das Wichtigste. Ja, sonst habe ich gar nichts dazu zu sagen eigentlich. Ja, das Problem ist leider, dass die Inklusion sehr langsam voranschreitet. Also es gibt wirklich sehr wenig barrierefreie Kultureinrichtungen. Oder was glauben Sie, woran könnte das denn liegen? Wahrscheinlich am Budget und an die Kosten. Ich glaube nicht, dass es am Willen scheitert irgendwo, aber es ist natürlich, wenn es um die ganzen öffentlichen Sachen geht, glaube ich einfach, dass die Kosten ein bisschen im Vordergrund sind und das dauert halt immer. Und vielleicht auch die Entscheidungsträger manchmal nicht die unbedingt Entscheidungswilligen sind. Aber ich glaube, das Thema ist bekannt und das sollte sich eigentlich in den nächsten Jahren hoffentlich zum Besseren wenden. Ja. Naja, ich nehme an, ganz vor allem am Geld, was man nicht ausgeben will dafür. Und warum möchte man das nicht ausgeben? Oder was glauben Sie? Was mit Politik zu tun. Okay. Und was glauben Sie, könnte man machen, dass das schneller vorangeht? Außer jetzt, dass man vielleicht... Oder glauben Sie, es liegt nur am Geld? Also wenn man zum Beispiel ein sinnloses Straßenprojekt nicht bauen würde, hätte man wahrscheinlich so viel Geld, um Salzburg barrierefrei, also in Anführungsstrichen, platt zu machen. Ich glaube, das ja vielleicht aus Kostengründen. Könnte man vorstellen, gespart wird überall. Das liegt an der Leute. Man nimmt die Leute gar nicht so richtig voll. Also für mich ist das Hauptproblem, dass man denkt, ja, die Schwerbehinderte und so weiter, ja, die werden schon irgendwie reinkommen. Aber keiner sorgt dafür, dass man reinkommt, richtig. So denke ich mir das. So würde ich es jetzt auch sagen. Und was glauben Sie, es gibt ja zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel blinde Menschen oder so, wie können die zum Beispiel Kunst wahrnehmen? Was gäbe es da vielleicht für Optionen? Weil die sehen ja dann natürlich die Kunst nicht. Naja, dann werden ja die Ohren gefragt. Und entsprechend halt das zu erklären, akustisch.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel mit jemandem, der das gut erklären kann. Mhm. Ja, perfekt. Wo man sich Mühe gibt, ja, das hineinzuversetzen in eine andere Lebenssituation, genau. Ist sowieso eine gute Geschichte. Das stimmt. Ja, dann sind wir eigentlich eh schon fertig. Ja, perfekt. Und danke für Ihre Zeit auf jeden Fall. Und noch viel Erfolg, gell? Dankeschön. Tschüss. Ein regnerischer Nachmittag geht zu Ende. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Thema Inklusion und Barrierefreiheit noch sehr viel Aufmerksamkeit und Aufklärung bedarf. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Der Kunst- und Kultursektor kann also erheblich viel dazu beitragen, Menschen mit und auch ohne Behinderung in das kulturelle Leben mit einzubinden. Somit kann also durch künstlerische Tätigkeit die soziale Inklusion vorangetrieben werden. Das Theater Ekze kann hier als Positivbeispiel angesehen werden, denn es engagiert sich seit mehreren Jahren für Inklusion in der Kultur. Dessen künstlerischer Leiter Reinhold Tritscher sowie der Regisseur und Autor Ben Bleigner sprechen gemeinsam mit unserer Kollegin Sarah nun über Inklusion in Salzburg. Herzlich willkommen in unserem muckeligen FS1-Studio. Es ist wieder soweit. Wir haben unseren Kult-Talk und unser Thema diesen Monat ist Inklusion und Barrierefreiheit. Dafür haben wir zwei spannende Gäste eingeladen. Einmal Reinhold Tritscher, künstlicher Leiter des Theaters Ekze. Und zu meiner Linken Ben Bleigner. Er ist Autor, Regisseur und Komponist. Ist das richtig? Ja, Komponist mittlerweile. Nicht mehr? Nicht mehr so, nein. War das einmal so ausprobiert? Oder? Nein, aber es war dann irgendwann der Punkt zu entscheiden, ist es jetzt Musik oder Theater? Und dann war Theater? Ja, das war ungefähr zu dem Zeitpunkt von All Inclusive, um gleich einen Bogen zu spannen. Also vor knapp 3 Jahren war dann so die Entscheidung, okay, Theater. Und damit war dann die Musik eher beendet, ja. Und dann ging es in die Richtung inklusives Theater? Puh, auch einmal jedenfalls. Sehr schön. Ja. Genau, unser Thema ist ja Inklusion und Barrierefreiheit. Inklusion, das ist ein großes Wort und mit viel mehr Bedeutung dahinter. Es bedeutet Vielfalt, Zugehörigkeit, Teilhabe und Akzeptanz. Genauer gesagt bedeutet es, dass ja jeder Mensch überall ganz normal dazugehört, wie es halt auch sein sollte, aber in der Realität halt oftmals noch nicht so ist. Gerade bei der Kunst- und Kulturgemeinschaft, da haben wir euch zwei ja hier als Spezialisten quasi gerade sitzen vom Theater Ekze. Das Theater Ekze hatte ja letztes Jahr Jubiläum und ist 25 Jahre geworden. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, wie ist das denn zustande gekommen, das Theater Ekze? Wie ist das Theater? Das ist entstanden als klassisches, freies Theater, zuerst einmal überhaupt nicht mit dem Gedanken, inklusive Projekte zu machen. Das ist dann in der Folge entstanden. Ich erzähle eine Geschichte, die ich da immer erzähle. Eine Bekannte hat mich gefragt, ob ich einen Workshop machen will mit Menschen mit Beeinträchtigung. Ich habe gesagt, ja, gerne, natürlich. Dann habe ich gemacht und da war ein Teilnehmer dabei, ein Spastiker, der im Rollstuhl gesessen ist und der nur den Kopf einigermaßen kontrolliert bewegen konnte. Und ich hatte damals also so nach 10 Jahren fix an einem Haus und ein bisschen Festspiele, ein bisschen dort. Ich hatte damals schon ein bisschen eine Krise mit dem Theater und habe mir auch überlegt, ob ich da nicht überhaupt aufhöre, weggehe. Und dann habe ich, wie ich es halt so in Workshops mache, gefragt, was wollt ihr denn spielen? Und dieser eine Teilnehmer hat dann gesagt, er will den Andy Goldberger spielen. Andy Goldberger, für die Jüngeren, war damals Skiflug-Weltmeister, Skispringer, der alles gewonnen hat. Also so richtig der Überflieger. Da haben wir gedacht, ui. Dann haben wir 10 Termine lang Andy Goldberger probiert, und zwar nur mit dem Kopf und mit den Augen. Und dann gab es eine kleine Präsentation, so in einem kleinen Kulturraum.
ein Spot auf ihn gerichtet und er ist am Start gestanden, ist gestartet, ist zum Schanzentisch gekommen, hat abgehoben und ist geflogen, geflogen und geflogen. Und es war im Raum sowas von mucksmäuschenstill. Und er ist geflogen und geflogen und geflogen und gelandet. Und es war sowas von klar, dass er Sieger ist. Und das war einer, also da gibt es mehrere solcher Momente. Das war einer dieser Momente, wo ich mir gedacht habe, so einen Moment habe ich im professionellen Theater schon ganz lange nicht mehr erlebt. Also da ist mir so richtig die Gänsehaut über den Rücken gelaufen. Und dann gab es noch einige solcher Momente. Und dann haben der Wolf Junger, der lange Jahre die Blauen Hunde, die Theatergruppe der Lebenshilfe geleitet hat, und ich uns irgendwie auf die Reise gemacht, diese Qualität einerseits zu erforschen und andererseits auch den Versuch zu machen, sie ins professionelle Theater zu holen. Und es war überhaupt nicht der Inklusionsgedanke im Vordergrund. Im Vordergrund war diese unheimliche theatralische Qualität. Und so geht es mir eigentlich nach wie vor noch. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt nur wir in diesem kleinen Kreis hier sitzen können. Also es wäre meiner Meinung nach jetzt ganz, ganz wichtig, Schauspieler, Schauspielerinnen, wenn wir von unserer Arbeit ausgehen, ins Gespräch zu holen, die über ihre Erfahrungen reden können, die berichten, wie es ihnen in der Arbeit geht, welche Hindernisse sie haben, welche Schwierigkeiten sie haben, was hindert einen Rollstuhlfahrer daran, bei einer Amateurtheatergruppe mitzuwirken, wie ist es für einen Spastiker auf der Bühne zu stehen und. Natürlich, wir können jetzt in diesem Rahmen leider nur über die SchauspielerInnen sprechen, aber ich möchte gerade mit euch halt darüber sprechen, wie ihr das Theaterleben mit behinderten Menschen erlebt und was das oft auch für euch bedeutet, quasi was ihr merkt, was euch das vielleicht auch bringt im Gegensatz zum anderen, zum klassischen Theater. Wie ist denn da so der Unterschied? Was gibt's so, was sind so die Vorteile über inklusives Theater im Gegensatz zum elitäreren Theater zum Beispiel Landestheaters? Was die Vorteile zum Landestheater sind, weiß ich nicht. Ich habe verschiedene Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung. Im Theaterbereich, vor allem beim Theater Ekze, damals noch am, zu Beginn am Anfang als Tänzer, später auch als Schauspieler und dann am Schluss mit einer Regiearbeit. Und was mich am Anfang als Tänzer, Schauspieler immer wieder sehr fasziniert hat, war diese Unmittelbarkeit. Da waren keine Menschen, die einem was vorspielen, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Also ich meine es sehr positiv, nicht in der Lage sind. Wenn ich jetzt an den Philipp oder Wurscht gut genug denke, die können nicht wirklich lügen und Schauspiel ist ja doch oft eine Behauptung. Das heißt, die sind auf der Bühne so, die spüren diese Emotionen und trotzdem, und das ist natürlich dann die Theaterarbeit und auch die Leistung vom Reini über die Jahre, trotzdem ist ihnen bewusst, dass sie eine Rolle spielen. Also auch sehr spannend. Aber ja, diese Unmittelbarkeit, das finde ich immer sehr schön, die Purheit. So von mir aus zu sprechen, ich habe mal im Sommer ein Praktikum bei der Dramaturgie von Sturm der Liebe gemacht. Und dort ist gerade eine Figur, der Gary, der quasi geistig behindert ist, wird aber von einem normalen Schauspieler gespielt. Inwiefern findet ihr, dass es da ein Umdenken geben sollte?
Ich finde das katastrophal. Es gibt so tolle Schauspieler, die einfach für eine Rolle viel mitbringen. Und da ist auch in den letzten Jahren, schon über 10 Jahren, schon sehr, sehr viel passiert. Es kommen die Dinge auch langsam im renommierten Ausbildungsbetrieb an. Es kommt langsam auch in den größeren Theatern an. Die Frage ist auch, wenn man über Inklusion im Kunstbereich redet, worüber reden wir? Wer ist ausgeschlossen? Wer soll Zugang kriegen? Also da gibt es ja nicht nur Menschen mit Behinderung, da gibt's körperliche Behinderungen, Gehörlose, Blinde, geistig und mehrfach behinderte Menschen. Also auch da gibt es eine ganz, ganz große Palette. Dann gibt es sozial benachteiligte Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen und. Also ich frage ja auch bei den Festspielen die Hauptdarsteller nicht, sind sie knieoperiert, sind sie depressiv, haben sie ein Magengeschwür? Das hat mich auch nicht zu interessieren. Mich interessiert das, was letztendlich auf der Bühne ist. Und ja, ich weiß es nicht, mich interessiert das schon lange nicht mehr, wo jemand herkommt, was er mitbringt. Mich interessieren die Menschen, die da sind und gesellschaftliche Vorgänge und das, was wir auf der Bühne machen soll, gesellschaftliche Problematiken, Konstellationen thematisieren und in Frage stellen, natürlich auch unterhalten. Aber ich möchte mich eigentlich nicht über die Frage unterhalten, wie ist es mit einem Schauspieler im Rollstuhl oder mit Down-Syndrom zu arbeiten. Sie fragen mich ja auch nicht, wie es ist, mit einem eher knieoperierten Schauspieler zu arbeiten. Ja, ja. Mhm. Ja, das war jetzt auch so in dem Rahmen jetzt nicht gedacht. Es ist halt so, dass ich mir halt jetzt als eine Person, die noch nie im Theater Exe zum Beispiel war, ich würde gerne noch mal hin, aber durch Corona ist es halt auch schwierig, kann ich mir wenig vorstellen, inwiefern quasi so eine Theatervorstellung realisiert wird. Beziehungsweise, wie ist das denn dann, sind dann ganz verschiedene Personen mit verschiedenen Beeinträchtigungen? Also da muss es ja dann auch Unterschiede quasi geben, wenn mit Gehörlosen oder mit körperlichen Beeinträchtigungen, wenn die dann alle zusammen quasi auf einer Bühne sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es auf der einen Seite ist es super für den Zuschauenden, weil es ja auch mal was anderes ist als dieses normale Theater, elitäre, weil es auch anders rüberkommt, aber es sind halt auch, man wird quasi auch vor Herausforderungen gestellt, oder? Wenn man dieses alles zusammenbringt. Es brauchen manche, also ich rede jetzt von der Arbeitsweise, es brauchen manche Dinge einfach mehr Energie, mehr Zeit. Manche Darsteller, Darstellerinnen brauchen Hilfsmittel oder Personen, die ihnen helfen. Aber so grundsätzlich unterscheidet sich ein Produktionsprozess nicht von einem sogenannten normalen Theater, von einer normalen Theaterarbeit. Und was war für dich das Spannendste, das Schönste in deiner Laufbahn in Theater Exe? Immer das, woran man gerade arbeitet. Also ich glaube, das, woran man gerade dran ist, interessiert einen am meisten. Also ich glaube, es ist wie bei jedem anderen auch. Manche Dinge sind gelungen, manche sind sehr gelungen, manche sind nicht so gelungen. Also das Ergebnis soll schon immer ein spannender Theaterabend sein. Also ich glaube nicht, dass wir unser Publikum so viel mehr herausfordern, wie andere Theater. Also das,
Da glaube ich, ist die Hemmschwelle größer. Ich glaube sogar eher, dass die Leute sich manchmal fürchten, oh je, da kriege ich jetzt nettes Sozialtheater, unter Anführungszeichen. Also das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen einen tollen Theaterabend auf die Bühne stellen und mit unterschiedlichsten Menschen aus. Und was ist die Resonanz von vielen ZuschauerInnen, wenn sie von so einem Theaterstück nach Hause gehen? Habt ihr da schon mal was mitbekommen? Ja, natürlich, da kriegen wir sehr viel mit. Auch da unterschiedlich. Manche sind begeistert, manche sind schon ein bisschen herausgefordert und ein bisschen ratlos, aber da geht es uns nicht nur mit inklusiven Projekten so. Wir haben auch andere Stücke gemacht, wo wir bewusst unser Publikum auch fordern. Dann gibt es wieder Programmschienen, also zum Beispiel unsere Familientheaterschiene, der läuft aktuell, also im Sommer und im Dezember dann wieder der Drachenberg. Das ist ein Märchen mit ganz viel Live-Musik, Akrobatik und einem sehr, sehr bunten Ensemble. Also das ist ein Stück für wirklich, da kann jeder hineingehen, auch Menschen, die nicht viel ins Theater gehen. Also da ist bisher meines Wissens noch niemand herausgegangen, der gesagt hat, oh. Also da waren die Leute durchwegs begeistert und dann gibt es Projekte, mit denen wir auch bewusst herausfordern wollen. Also wir wissen ja auch ungefähr, okay, mit dem richten wir uns jetzt vielleicht an ein Minderheitenpublikum, aber sprechen Themen an, die wichtig sind. Ich meine, der Ben macht momentan, das ist jetzt, na, auch das ist inklusives Theater. Ja, kann man. Ben arbeitet an einem Stück zum Thema Anorexie. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen was erzählen musst. Ja, weiß ich nicht, ob das dann genau jetzt da reinpasst, aber was ich vielleicht noch sagen wollte zu deiner, weiß ich nicht, vorigen Frage, wegen Menschen, die auf der Bühne jemanden spielen mit einer geistigen Behinderung oder so. Ich glaube, also für mich ist immer sehr entscheidend der künstlerische Gedanke. Was will ich sagen und was braucht es dafür? Also was aktuell eine Tendenz ist, eben in diesem, auch vielleicht in dem Gespräch oder momentan viele Quoten zu erfüllen, was ich auch kritisch sehe. Also gleichzeitig schön natürlich, wenn viele Menschen Möglichkeiten bekommen, aber kritisch, dass ich jetzt sage, am besten brauche ich jetzt ein diverses Ensemble von 8 Personen, die alle verschiedenen Dinge erfüllen, von allen Nationen über alle möglichen Geschlechter und so weiter. Check. Okay, braucht es das wegen der Produktion, wegen dem künstlerischen Gedanken oder braucht es wegen einem Vermarktungszweck? Ich habe vor ein paar Jahren in Salzburg ein Stück gesehen, wo gegen Ende hin plötzlich ein Mädchen oder eine junge Frau mit Down-Syndrom aufgetreten ist. Und ich habe mir gedacht, warum? Also es war für mich total bloßstellend, dass die da jetzt wir tun jetzt eine mit Down-Syndrom auf die Bühne stellen und haben dadurch eine Inklusion erfüllt. Und es hat keinen Sinn gehabt im Stück und war, glaube ich, also für mich war es eher für die auf der Bühne dann wirklich schade. Genau. Also dieser Gedanke, was braucht's? Und vielleicht zum Beispiel, wo ich All Inclusive gemacht habe, ein Stück vor 3 Jahren, was ich dann wirklich auch geschrieben habe für jemanden mit Down-Syndrom, war klar, ja, der muss das spielen. Weil das ist dann am authentischsten. Und seitdem kommt der Philipp, ist auch ein guter Freund von mir, fragt mich sehr regelmäßig, ob ich nicht wieder was für ihn habe. Und ich denke mir immer, ja, ich merke aber momentan gerade nicht dieses Ding, was jetzt genau für ihn passt. Vielleicht denke ich da auch nicht intensiv genug drüber nach. Aber eben, was braucht es immer wo? Und jetzt bei Cinderella, bei dem Stück über Anorexie, schauen wir auch immer, was braucht es dafür, für dieses Stück? Und nicht, welche Quoten erfüllen wir. Mhm. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass gerade Schauspielerinnen mit Behinderung nicht immer in diese lustigen oder in diese schwachen Rollen gesteckt werden, sondern dass mehr das Ernstere auch dahinter steckt. Ne? Hat der Philipp Kieninger, von dem der Ben gesprochen hat, also der ist jetzt seit 2011 bei uns immer wieder im Ensemble. Und der spielt zum Beispiel im Drachenberg, also der spielt die männliche Hauptrolle, der spielt den Helden da drinnen. Also ist ganz bewusst
mal völlig dagegen besetzt und es funktioniert wunderbar. Es ist ein richtiges Märchen. Er ist einfach der Held, der seine Prinzessin da drin befreit und das haut meiner Meinung nach wahnsinnig gut hin. Und ich glaube, darum geht es, dass man schaut, wer passt denn auf diese Rolle? Also nicht, ist der behindert oder nicht, sondern wer passt? Ja. Also wir haben zum Beispiel den Zauberer von Oz, wir haben den Zauberer mit einem E-Rolli-Fahrer besetzt gehabt, weil es ist in der Geschichte einfach so, der ist mit seinem Ballon dort abgestürzt. Und wir haben dann einfach behauptet, naja, okay, da ist er mit seinem Ballon abgestürzt und hat sich halt dabei verletzt. Und das war, also das ist eine Lösung, auf die würde man sonst wahrscheinlich nicht kommen. Das ist super am Schluss, weil in dem Stück ist es so, dass der Zauberer am Schluss ja wegfliegt. Das war toll, mit einem E-Rolli von der Bühne gasen, da war Hexenbesen reingesteckt und der ist weggedüst wie ein Ansa. Und das war theatralisch super. Also das hat zu einer guten Lösung geführt, die wir mit einer anderen Besetzung nicht gefunden hätten. Und ich glaube, darum geht es ein bisschen auch. Was bringt jemand als Darstellerin, als Darsteller mit, was dem Stück und der Geschichte, die man spielen will, dient und hilft? Und ich glaube, das, also so verstehe ich Inklusion. Ja, was quasi beiden, was fürs Stück ist, für die Rolle und was auch für die Person so ist. Ja, das ist ja auch gerade das Inklusionsgedanke. Es ist ja nicht nur, ja, ich stelle jetzt hier einen behinderten Menschen hin, damit wir hier jetzt Inklusion betreiben, genau. Sondern das ist, wirklich, dass man das halt einfach als Teilhabe. Und da spreche ich natürlich jetzt als Autor, im besten Fall auch die Themen wirklich anzusprechen mit neuen Stoffen. Also natürlich kann man jetzt sagen, wir nehmen Hamlet und besetzen jetzt den Hamlet mit jemandem mit Down-Syndrom. Aber vielleicht ist es nicht die Geschichte. Vielleicht gibt es da andere Geschichten, die dann besser passen. Ja. Und dadurch, dass ihr halt so viel Berührung mit behinderten Menschen habt, dann bekommt ihr auch mit, wie ihr Alltag vielleicht auch in Salzburg aussieht, wie die Inklusion in Salzburg ist, beziehungsweise was es da für Schwierigkeiten für behinderte Menschen gibt. Ja, ich glaube, also ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben vor 1999 haben wir so das erste große inklusive Projekt gemacht. Damals, das war eine Sensation, also das war ein richtiges Medienereignis. Da hat sich mittlerweile ganz, ganz viel getan. Es gibt Inklusionsprojekte am Arbeitsmarkt, es ist in der Schule mehr Thema. Also ich sage lange nicht, dass es genug ist. Es gibt Inklusionsprojekte im Sport, in der Freizeit. Also da hat sich sicher sehr, sehr viel getan. Es ist ein Bewusstsein im Werden. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele Defizite. Der Prozess, der jetzt gerade im Gang ist, ist, dass man die Betroffenen viel, viel mehr hereinholt. Deswegen finde ich es total schade, dass die Beatrice Stadl, die heute da sein hätte sollen, ihre Aufgabe ist es gerade, die Erstellung des Landesinklusionsplans zu koordinieren und zu organisieren. Das heißt, bei der laufen gerade ganz, ganz viele Fäden zusammen. Und da ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass man alle Maßnahmen mit den Betroffenen entwickelt, abspricht. Weil wer soll besser wissen als ein Rollifahrer, welche Probleme er in dieser Stadt hat? Ich nicht. Das kann nur der wissen. Ja, ja. Leider sind wir jetzt in diesem Rahmen quasi nur wir drei. Beim nächsten Mal ist es natürlich, wär's schön, dass wir das noch hinbekommen, dass quasi noch ein Rollifahrer oder eine Person, die das halt auch wirklich betrifft, hier in diesem Rahmen sitzt. Aber wie gesagt, das ist halt heute in diesem Rahmen hat es halt nicht funktioniert. Genau. Wann ist denn dann die nächste Vorstellung bei euch im Theater Exe geplant? Naja, das nächste Projekt, also die nächsten beiden Projekte, der Panda-Bär ist eine Wiederaufnahme in der Agekultur, ist nicht inklusiv, die Geschichte von den Panda-Bären. Also ich sehe ja das Cinderella-Stück von dir, Ben, ich sehe das durchaus in dieser Tradition, weil
also gerade das Thema Anorexie ist eins, das so nicht im Licht der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist also gerade jetzt nach dieser Corona-Krise, es sind so viele junge Menschen davon betroffen, man merkt es nicht, es passiert im Verborgenen, es ist die psychische Erkrankung unter Jugendlichen mit der höchsten Sterblichkeit. Also, und für mich gehören also Menschen mit psychischen und Problemen oder Erkrankungen und sozialen Problemen, die sind noch viel, viel stärker ausgegrenzt und ausgeschlossen als Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ich meine, wie weit betrifft Inklusion Migranten, Flüchtlinge? Also da gibt es für mich viele Gesellschaftsgruppen, wo man hinschauen muss. Oder Armutsbetroffene und. Ja. Also Inklusion beschränkt sich für mich nicht auf körperliche Beeinträchtigung, genau. Sondern eher auf die ganzen Minderheiten, die hinten zurückfallen quasi. Ja. Also inklusive Gesellschaft ist für mich mehr wie eine Gesellschaft, die schaut, dass in jedes Haus eine Rolli-Rampe geht. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt, ja. Das ist wirklich eine gute Aussage. Und weil wir gerade auf dein Theaterstück zu sprechen gekommen sind, vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was uns da zu erwarten hat. Das Stück heißt Thinderella, basiert auf mehreren Interviews mit einer jungen Frau, die Anorexie hat. Die ist vor circa 2 Jahren auf mich zugekommen und wollte ihre Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Sehr offen, sehr ehrlich. Und hat auch den Wunsch gehabt, dass das in irgendeiner Form an eine Öffentlichkeit kommt. Also sie ist da auch sehr dahinter. Und dann hat sich das ergeben, dass ich daraus ein Stück geschrieben habe. Habe dann im Zuge des Schreibens viele Gespräche geführt, auch mit verschiedensten Expertinnen, von der Christian-Doppler-Klinik, von München, einer Einrichtung. Wenn ich ganz kurz noch mal dazwischengrätschen darf, weil wir jetzt gerade über Anorexie gesprochen haben, vielleicht wissen das viele Zuschauende jetzt nicht, was jetzt genau damit gemeint ist. Vielleicht könntest du kurz mal einen Einblick geben. Genau. Gern. Anorexie ist eine Essstörung, eine psychische Erkrankung. Ich habe mich jetzt tatsächlich nämlich nur mit Anorexie beschäftigt, nicht, dass ich dann was durcheinander bringe. Es gibt auf jeden Fall, es gibt auch Bulimie. Bulimie ist, wenn man dann relativ viel isst und das dann wieder rauskotzt. Binge-Eating ist, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und Anorexie ist Magersucht. Mhm. Also, dass man sich wirklich runterhungert auf ein lebensbedrohliches Gewicht und eben, wie der Reini schon gesagt hat, es ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeit tatsächlich. Und da ist jetzt dieses Stück daraus entstanden, dass wir im Mai hat es Premiere im Oval und das findet statt mit Profischauspielern, Schauspielerinnen und mit Jugendlichen. Und da war die letzte Woche und auch gestern noch waren Castings und die waren auch sehr spannend. Also auch da, was die Jugendlichen da mitgebracht haben, wir erzählen da gar nichts drüber, weil das auch unter uns bleibt, haben wir besprochen, aber da waren viele Themen da. Also das ist schon wichtig, über Essstörungen zu reden oder auch, wie du immer auch gern sagst, übergreifend über Körperbilder. Und jetzt durch die Pandemie sind die Essstörungen, glaube ich, um 25% gestiegen. Die Psychiatrien sind oft überlastet. Die gefürchteten Triagen sind dort Realität. Also es werden viele, viele Jugendliche abgewiesen, weil keine Plätze mehr sind. Und die Jugendlichen gehen da wieder mal ziemlich unter in dieser ganzen Pandemie, wo leider andere Leute geschützt werden, aber nicht Jugendliche. Oft. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass man das mehr in den Vordergrund bringt und dass es da dann so ein Theaterstück gibt wie... Genau, und wir planen auch im Rahmen des Stücks, also mir ist es extrem wichtig, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt. Sicher natürlich auch das Stück, das Künstlerische sowieso. Aber es soll dann auch im Zuge dessen Diskussionen geben,
vielleicht auch Informationsveranstaltungen, keine Ahnung, je mehr, desto besser. Mhm. Also auch wenn ihr was machen wollt. Ja, Mai, es ist auf jeden Fall ein gutes im Mai Stichwort. Oder wo auch immer. Also wirklich, dass dann, es gibt auch von München, da gibt es eine große Einrichtung, die haben Interesse an Diskussionen. Und die Leiterin von ANAT, dieser Einrichtung, ist auch die, oh, ich habe es vergessen, was ist sie, Koordinatorin für ganz Deutschland oder so? Das ist ein deutscher Leitätiger-Verein. Also, extrem vernetzt in ganz Deutschland und in Salzburg ist die Christian-Doppler-Klinik steht zur Verfügung für Diskussionen. Und also es gibt viel Bereitschaft. Sehr schön. Vielleicht schon ein Thema. Möchtest du noch was dazu sagen? Ich habe mir gerade gedacht, also um den Inklusionsbegriff ein bisschen weiter zu spannen, ein weiteres Stück, das gerade läuft, wir spielen, der Jurek Milewski spielt im kleinen Theater die russische Nationalpost, Lachkabinett für einen einsamen Rentner. Da geht es um Alterseinsamkeit. Mhm. Alte Menschen, ein ganz großes Thema, wenn wir über Inklusion reden, weil alles, was Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung betrifft, betrifft irgendwann auch viele alte Menschen. Und da gibt es ganz, ganz viele, die ausgeschlossen sind, aus welchen Gründen auch immer. Also ich würd das sehr, sehr breit fassen. Mhm. Also zusammenfassend ist eigentlich zu sagen, dass Inklusion mehr als nur eine, wie hast du gesagt, eine Rollirampe in jedes Haus. Eine Rollirampe in jedes Haus. Und man sollte auch viel mehr mit den Menschen darüber sprechen, als wie jetzt bei uns jetzt in dem Rahmen leider über die Menschen. Und vor allem ist Inklusion ja nicht nur auf zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern ist nun mal auch ein gesellschaftliches Problem von sozial schwachen Menschen oder von allgemein der kompletten Minderheiten, die halt leider bei uns so gibt und die man versuchen sollte, oder die man nicht versuchen sollte, man sollte es einfach machen, sie halt auch vielleicht überzurepräsentieren, weil es nun mal so ist, dass sie in unserem Bereich ja eher unterrepräsentiert sind. Und zum einen haben wir ja auch schon fast noch ein neues Thema für unser Kultmagazin gefunden, jetzt bei diesem Tor. Im Mai? Ja. Darf ich da noch was dazu? Ja, gerne. Also ich glaube, es wird schon fast genügen, wenn man einfach die UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung umsetzen würde. Also da ist einfach ganz, ganz vieles noch nicht umgesetzt. Und das kehrt jetzt auf den Tisch. Also gerade das Land Salzburg arbeitet gerade daran, aber da ist noch jede Menge Arbeit zu tun. Und das wird ganz viele Zugänge ermöglichen. Ja. Und das möchte ich auch noch sagen, weil das ist Maß, das merke ich immer wieder. Inklusive Gesellschaft, ja super, ja klasse. Inklusion ist Arbeit und macht Arbeit. Die gibt es nicht gratis, die kostet Mühe und Geld. Und das muss sich meiner Meinung nach eine Gesellschaft, die nicht auseinanderfallen will, einfach leisten. Da bin ich überzeugt davon. Ja. Und das war eigentlich ein gutes Wort zum Abschluss. Ich bedanke mich bei euch, danke, dass ihr hier Teil dieses Gesprächs wart und verabschiede somit den Kultur-Talk für dieses Kultmagazin über Inklusion und Barrierefreiheit. Neben dem Theater Ekze ist Inklusion und Barrierefreiheit auch dem Theater Licht ein großes Anliegen. Cassandra Rühmling und Stefan Ried ist unter anderem mit Theater Licht ein inklusives Projekt für Salzburg gelungen. Obwohl also in Salzburg immer mehr für Inklusion getan wird, ist noch viel Luft nach oben vorhanden. Denn im Vergleich mit Städten wie Graz befindet sich die Mozartstadt, was die Einbeziehung von Menschen in die Gesellschaft betrifft, im Hintertreffen. Sensibilisierung für das Thema ist vonnöten, um die Grenzen verschwinden zu lassen. Es braucht also sowohl eine innere als auch eine äußere Vorbereitung, um Menschen annehmen und einbinden zu können. Denn oft fehlt es schon an den kleinsten Dingen, wie Rampen, sich automatisch öffnenden Türen, Markierungen in Blindenschrift oder behindertengerechten Toiletten.
ist deine Demokratie? Die interessiert mich nicht. Ich brauch sie nicht. Ich brauch's total. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kultmagazins hier im FS1-Studio. Bei mir ist jetzt Cassandra Rümling und der Stefan Ried vom Theater Licht. Und wir haben das Kultmagazin unter dem Überthema Inklusion und Barrierefreiheit. Und bevor wir jetzt zur eigentlichen Frage kommen, Inklusion bei eurem Theater vor allem, was ist denn das Theater Licht? Was ist das eigentlich? Seit wann gibt es das und was macht ihr da genau? Theater Licht wurde 2020 gegründet, ist ein Kunst- und Kulturverein in Salzburg. Also noch relativ jung, sozusagen. Ja. Mhm. Aber wart ihr vorhin auch schon in Salzburg oder hat sie das dann erst so frisch gefunden hier? Oder wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat sie das zusammengefunden, sozusagen? Also ich komme nicht aus Salzburg. Wir haben uns bei einer gemeinsamen Produktion kennengelernt. Mhm. Und Cassandra lebt ja seit Jahren. Wie lange lebst du in Salzburg? Seit 2008. Also eine gute Zeit. Seit Jahren. Und so kam dann aus der gemeinsamen Zusammenarbeit bei einer anderen Produktion die Idee, das auch über einen Verein zu konstituieren. Mhm. Und das haben wir dann in Salzburg gemacht. Mhm. Also das heißt, aber habt ihr euch in Salzburg getroffen oder war das woanders? Das war tatsächlich in Budapest, ja. Mhm. Oh, das ist auch der nächste Weg, gut. Aber natürlich Salzburg als Kulturzentrum. Und was ist euer Hintergrund? Was war das für eine Produktion? Wie habt ihr euch da quasi zusammengefunden? Das war der zerbrochene Krug von Kleist. Den haben wir in Budapest gespielt und dort sind wir uns begegnet, kann man so sagen. Und was ist der Hintergrund? Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist Schauspielerin. Ist es so der generelle Hintergrund, Schauspielerin, Künstlerin und bei dir war es, glaube ich, Musiker? Primär auch Schauspiel, also Musik kommt dazu. Kommt dazu, ja. Genau. Das fließt dann auch in die Produktionen mit ein, oder? Ja, das ist uns sehr wichtig auch, ja. Mhm. Und seit 2020, habt ihr jetzt gesagt, gibt es quasi das Theater Licht als Verein, habt ihr das konstituiert. Und wie würdet ihr sagen, was ist so die, wenn man das so nennen kann, die Ausrichtung oder die prinzipielle, wie sagt man, Richtung des Theaters? Was ist so der Theater Licht, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man das jetzt irgendwie zusammenfassen müsste, sollte, könnte, würde? Theater Licht beleuchtet verschiedene Aspekte des Theaters, also nicht nur Schauspiel als Stück, sondern auch Musik, Sprache ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir versuchen auch verschiedene Ästhetiken miteinander zu verbinden. Mhm. Also beispielsweise in der Odyssee im Kreidekreis hatten wir die Verbindung von attischer und epischer Schauspieltechnik, Sprache. Das war ein Collagenstück. Weil du es gerade ansprichst, Odyssee im Kreidekreis, das ist ja so eine Art, wie sagt man, inklusives Theater. Mhm. Wie ist da die Idee dazu entstanden oder was war da so die treibende Kraft dahinter oder ist das eigentlich einfach mal gekommen oder was war da so der Ursprung davon? Wann ist das so aufgekommen ungefähr? Das Projekt an sich oder der Aspekt der Inklusion? Beides vielleicht sogar, ja. Mhm. Das sind ja vielleicht unterschiedliche Punkte. Magst du? Ich antworte auf die Inklusion. Ich spiele seit 2015/16 bei Theater Ekze. Mhm. Gulliver war mein erstes Projekt und da habe ich natürlich auch einen Zugang zu inklusivem Theater bekommen. Und in diesem Stück gab es die Figur des Orakels. Mhm. Und tja, es gab einfach keine bessere Besetzung. Nur weil wir das, glaube ich, in der Sendung noch nicht gehabt haben, beziehungsweise weiß ich nicht, ob wir das zwischenschneiden. Vielleicht kurz zur Zusammenfassung, um was geht es jetzt in Odyssee im Kreidekreis und wie kann man sich das vorstellen? Es geht eigentlich in einer Collagenart erzählt, aber es geht klassisch um eine Geschichte. Es geht um eine Helden- oder eine Heldinnenreise in dem Fall. Mhm. Das heißt, den Weg einer Frauenfigur durchs Stück, die eine Entwicklung nimmt und die immer wieder von einem Orakel auch beeinflusst wird, von einem Äußeren. Mhm. Und das ist dieser Aspekt, der dann mit dem Inklusionsaspekt sozusagen abgebildet wurde. Also genau. Und ja, es gibt dann einen Gegenspieler sozusagen. Das war mein Part. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene eines Kommentars,
Eine Figur, die aus der, da haben wir uns der Odyssee bedient, Texte aus der Odyssee, die mit Homer-Texten eine Kommentarebene abbildet so zum Ganzen. Sozusagen. Genau, verstehe. Ja. Mhm. Und diese Inklusionsaspekt, den hast du quasi seit 2015 so mitgenommen. Da ist dann auch ein Kontakt entstanden oder wie ist das dann weitergelaufen? Also da ist dann beim ECCE, beim Theater ECCE ist das dann quasi entstanden und es ist dann so mitgenommen, oder? Ja. Mhm. Okay, und prinzipiell habe ich, glaube ich, gelesen, das Lauf dann, der Zugang war über die Lebenshilfe in Salzburg, oder? Ja. Genau, verstehe. Mhm. Die haben wir schon gehabt. Und was war die prinzipielle Intention, quasi inklusives Theater abzubilden? Oder gibt es in Salzburg nicht? Gab es es noch nicht so flächendeckend davor? Oder was war das die grundsätzliche, wie sagt man, die Intention dahinter? Genau, Intention nennt man das. Ich denke, Theater Licht hat in dieser Produktion Odyssee im Kreidekreis sich geöffnet für ein inklusives Stück. Mhm. Weil wir sind jetzt, der Verein ist gar nicht so angelegt, dass er jetzt grundsätzlich inklusiv ist. Mhm. Okay. Aber er ist offen für bestimmte, also Möglichkeiten einfach auszuloten und dort auch inklusiv zu sein. Mhm. Und wenn man das dann weiterspinnt, ist es jetzt bloß auf diese Produktion oder ist es dann generelles Thema für euch? Wollt ihr das dann weiterspinnen oder bleibt es jetzt erstmal bei dieser Produktion? Oder wie schaut es jetzt in der nächsten Zeit vielleicht dann aus bei euch? Also es ist auf jeden Fall eine Option, jederzeit. Und in dem Fall war es eine sehr spannende Kombination, weil es grundsätzlich interessant ist für uns mal. Und in dem Fall aber eben auch ästhetisch total gepasst hat. Also da sind zwei Dinge zusammengekommen, ein grundsätzliches Interesse und eine Offenheit und eben auch eine ästhetische, also Notwendigkeit wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es war schon sehr passend. Mhm. Und ist es denn prinzipiell, sag ich mal, schwer einzuführen oder wie kommt es bei den Leuten an, dieses inklusive Theater? Wie ist da der Anklang beim Publikum oder generell vielleicht auch drumherum bei der Kulturszene oder so? Wisst ihr, wie da der ungefähre Aspekt ausschaut? Also wie bei euch ausschaut, wie es in Salzburg ausschaut? Wir hatten da sehr gutes Feedback, weil das ist natürlich eine Arbeit und auch in der Präsentation fürs Publikum dann etwas ganz Besonderes, weil es einfach eine spezielle persönliche Qualität mit reinbringt, die berührt. Mhm. Also was ganz was Spezielles so auf die Art. Mhm. Ich glaube, da haben wir vorhin kurz geredet, es gibt ja diesen Landesaktionsplan. Das ist jetzt ein anderes Thema, das hätten wir mit der Frau Stadl, die leider heute verhindert ist, dann besprochen. Vielleicht nur kurz, wie ist eure Einschätzung generell? Vielleicht wisst ihr da etwas darüber, wie findet ihr oder wie empfindet ihr jetzt Inklusion in Salzburg, sage ich mal? Weil ihr jetzt einen kleinen Zugang dazu habt, wie ist das so generell, wie empfindet ihr das? Ist da der Zugang eher gut in Salzburg, schlecht? Was ist so eure persönliche Einschätzung dazu? In Bezug auf Theater oder ganz allgemein jetzt? Allgemein, aber auch im Theater, ja. Also bloß so der erste, so von wegen, oh, ist gut oder ist schlecht oder ja, da, das und da kann man vielleicht besser machen. Vielleicht irgendwas, was da... Also allgemein muss ich passen, weil da bin ich tatsächlich die falsche Person, weil vor allem seit 2020 bin ich sehr viel in Salzburg, aber da war nicht mehr so viel los. Ja, das also da fehlen mir echt die Daten, ja. Da kann ich nichts Seriöses sagen dazu. Mhm. Sonst da vielleicht im Theater oder sowas? Gibt es da einen Punkt, der irgendwie hervorsticht für dich vielleicht? Also für mich Theater ECCE natürlich. Also ja, das ist mein Bezugspunkt dazu. Mhm. Wo ich das auch in der Form kennengelernt habe. Und das ist natürlich eine großartige Arbeit, die da über Jahre aufgebaut wurde. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Große Sache. Hast du vielleicht eine persönliche Einschätzung oder auch schwierig? Ich kann dem nur beipflichten. Also was der Reini da aufgezogen hat, Theater ECCE, ist ein Meilenstein dafür. Und ich denke, das ist wunderbar, dass es das gibt. Mhm. Wenn man jetzt einmal von Theater Licht und ECCE absieht, wisst ihr denn noch andere oder gibt es denn vielleicht andere Kultureinrichtungen, die so ein ähnliches Feld, sage ich jetzt mal, folgen, auch irgendwie Inklusion betreiben? Gibt es da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, gibt es da einen großen Kulturbereich oder sind jetzt nur, sage ich mal, ECCE als Institution im Theaterbereich und das war's? Oder gibt es da noch mehr? Ich bin jetzt da selber nicht so involviert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein schwieriges Feld generell.
Wie würdet ihr denn sagen, ihr habt jetzt quasi inklusives Theater betrieben, vielleicht, wie war da der Zugang, wie kann man denn Inklusion überhaupt betreiben? Gibt es da irgendwelche Stellschrauben, wo ihr sagt, das war jetzt interessant, aber wenn man in Zukunft, sage ich mal, solche Produktionen macht, dann müsste man vielleicht an den Dingen noch arbeiten oder sowas. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, die quasi jetzt kurz danach ganz frisch sind? Also ich würde sagen, es ist extrem reizvoll, spannend, interessant. Man kriegt Ideen oder Dinge angeboten von den Kollegen, die toll sind, atemberaubend sind, auf die man selber nie kommen würde. Zwei Dinge sind natürlich damit verbunden. Das eine ist die Frage, wie macht man etwas, was in der Improvisation passiert ist, wiederholbar verlässlich in einer Aufführung dann. Und das zweite ist natürlich eine Art von, wie soll ich sagen, also gut, Schauspieler und Schauspielerinnen sind jetzt vielleicht auch nicht immer pflegeleicht, aber der Betreuungsaspekt ist natürlich schon einer. Mhm. Also man muss schon einberechnen, das wäre, also okay, wenn die Frage so gestellt ist, dann würde ich sagen, das wäre vielleicht tatsächlich auch eine, von der Förderseite eine Überlegung. Gibt es eine Möglichkeit, eine Betreuungssituation zu finanzieren, zu ermöglichen, mitzudenken? Ja. Gerade jetzt auch, wir haben vorher geredet über ein mögliches Gastspiel von der Produktion. Mhm. Da ist natürlich sofort die Frage, okay, Unterkunft, Fahrt, ja, aber es ist sehr viel zu organisieren bei so Sachen immer. Und da bräuchte man fast jemanden, der noch mitkommt als Betreuung. Mhm. Ja. Das wollte ich eigentlich auch noch fragen, ich würde es dann nur kurz anschneiden, wenn das von dir kommt. War es denn prinzipiell schwierig, dann, sag jetzt mal, damit zu arbeiten, also mit diesen Personen zu arbeiten, oder war es jetzt, sag ich mal, eher Spaß und reizvoll, wie du vorhin gesagt hast, oder war es bis zu einem gewissen Punkt auch etwas schwierig, wo du dann sagst, da bräuchte es dann auch mehr Betreuung? Also in dem Fall, für mich war das erste Mal in der Form, muss ich sagen. Mhm. Ach so, okay. Ich fand das großartig. Also ich fand das einfach großartig. Und vielleicht liegt es auch an unserem tollen Ensemble einfach, dass wir, also das waren Andi, Philipp und Nati, also es war fantastisch. Ja. Ich habe da gar nichts zu bemängeln oder würde mir nichts einfallen dazu. Mhm. Okay. Nichts zu bemängeln. Nee, echt nicht. Also das ist, ja. Ist wahrscheinlich schwierig zu, wie sagt man, schwierig festzuhalten wahrscheinlich, ja. Aber prinzipiell, war dann die grundsätzliche Ausrichtung vom Stück oder ist das generell bei euch so, war das dann eher im Improvisation oder war das jetzt schon irgendwo auch festgelegt und ist man da vielleicht einmal ausgebrochen aus der Thematik, aus dem Skript, weiß jetzt nicht, wie das bei euch abläuft oder wie hat das so ausgeschaut? Also wir hatten schon ein Skript und einen Bogen, eine Handlung und klare Figuren. Aber wir haben mit den dreien auch über eine Improvisation die Figuren noch gefunden und mit ihnen gemeinsam kreiert. Und da sind ganz schöne Sachen dabei entstanden, die wir dann gerne mit aufgenommen haben und die auch sehr gut wiederholbar waren. Also wirklich auch wiederholbar? Ja. Mhm. Aber weil es von ihnen auch kam, ne? Weil sie sich auch selber mit den Figuren identifizieren konnten und in dem dann agiert haben. Und das war dann tatsächlich sehr gut wiederholbar. Und dann, da gab es dann ein Skript und das hat funktioniert. Und das war eine Und es hat auch quasi funktioniert, sage ich mal, Laien sozusagen dann so einzuführen. Und die waren dann wirklich auch, sage ich mal, in der Figur sind es dann auch aufgegangen direkt, oder? Und das hat wirklich gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. Weil das war das erste Mal für die, oder? Nein. Also das sind in dem Fall keine Laien, sondern Alte Hasen. Ah, okay, verstehe. Das hat natürlich sehr geholfen. Ja. Also die waren schon in diesem Theaterumfeld, sage ich mal. Absolut, die waren schon, ja. Okay. Aber die sind dann trotzdem quasi neue Umgebung, neue Dingsel, trotzdem keinerlei Probleme. Mhm. Ja, wie war es denn für euch generell? Oder wie ist denn jetzt für euch generell? Wie geht es jetzt so weiter? Was sind so die nächsten Ausblicke, Projekte? Was stellt sich so vor für die nächste Zeit? Jetzt mal abgesehen von dieser Planungssicherheit, die man sowieso nie hat, aber was stellt sich eigentlich so vor, was wären so eure Wünsche für die nächsten Monate sonst? Naja, wir haben jetzt gerade
arbeiten jetzt gerade an der zweiten Theaterlichtproduktion. Das wird ein Thomas Bernhardt sein, Der Ignorant und der Wahnsinnige. Am Freitag, den 13. Mai, ist Premiere im kleinen Theater. Und es werden zwei, diesmal nicht von der Lebenshilfe, sondern von der Volkstheaterwerkstatt dabei sein, die zwei kleine Rollen übernehmen. Mhm. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, das wird großartig und wird fantastisch. Wird großartig. Und wir freuen uns irrsinnig. Wir haben es ein Jahr verschieben müssen und jetzt... Das ist natürlich die Freude umso größer. Ja. 13. Mai. 22. Ja, das Jahr ist immer die... Da wurde man, glaube, da wurde man es, vorsichtig in letzter Zeit. Das Spirit. Wenn man nur ganz kurz einen Bogen, sage ich mal, so spannend, wo kommt sie denn her sozusagen? Also was war vor Theaterlicht? Vor Budapest oder so? Was ist so eine grundsätzliche Ausrichtung aus der Schauspielerei quasi sozusagen? Oder gibt es da noch Eckpunkte oder, sage ich mal, wie sagt man, so Einschübe, die man jetzt noch mit reinnimmt? Oder damit man sich so ein bisschen noch ein Bild machen kann. Wie kann man das, wie kann man euch beschreiben? Wie würdet ihr euch beschreiben? Also ich komme von der Ostsee. Hört man nicht. Also ich habe Schauspiel studiert in Deutschland, in Rostock. Und bin dann nach Salzburg gekommen, habe hier Gesang und Komposition studiert im Mozarteum. Und habe dann einen kleinen Ausflug nach Wien gemacht, habe mich dort im Regiestudium geübt. Und das fließt so alles zusammen. Und ich hatte einen ganz wunderbaren Lehrer, den Thomas Valentin in Rostock, der noch unter Brecht gelernt hat. Und dort habe ich eine Brecht-Ausbildung machen dürfen. Mhm. Und das fließt natürlich alles mit ein. Und ja, so. Kulminiert sehr, wie sagt man? Ja. Kommt geht zusammen. Dann im Schauspiel quasi dann auf. Ja, und deswegen ist auch, also du bist ja auch sehr stark in der Musik verwurzelt und deswegen ist auch bei Theaterlicht für uns die Live-Musik ein, oder auch vom Band, also aber das eigene Komponieren ein wichtiger Punkt. Mhm. Ist es ein ständiger Begleiter, die Musik, oder? Ja, schon. Also ich meine, es ist natürlich immer eine Frage von der jeweiligen Produktion. Also ich würde jetzt mal, verwehre mich selber möglichst oft Dogmen. Also wer weiß, was ist bei der übernächsten Produktion. Aber grundsätzlich interessiert uns die Verwebung oder die Verwendung von Musik im Theater natürlich schon. Und auch, und vielleicht ist das das Spezielle, eben auch von Live-Musik. Was ja auch eine Absurdität ist, ne? Dass man selber spielt, und aber in den Figuren auch noch musiziert auf der Bühne, was ja ein bisschen kaputt ist, muss man ehrlich sagen, weil man schafft sich ja viele, viele mögliche Fehlerquellen dadurch. Aber wenn es funktioniert, ist es natürlich cool. Und ja, ich meine, wenn das funktioniert mit den zwei Fronten, aber gut, also wer kann, es bleibt noch aus, das anzuschauen. Und was ist dein Hintergrund? Woher kommst du sozusagen? Ja, ich komme aus dem schönen Weinviertel. Niederösterreich und habe dann bin irgendwann nach Wien gegangen, also nicht wieder zurückgekommen, nach Wien dann irgendwann, um Schauspiel zu studieren und eben auch dann auch Philosophie, Geschichte und Politikwissenschaften gemacht. Also habe da auch noch so ein Geisteswissenschafts-, Human-, Sozialwissenschafts-, Hintergrund nebenbei und habe aber immer auch Musik gemacht. Also ich habe so mit als Teenager dann irgendwann mit Punkrock, Garagenmusik begonnen so. Und das hat mich auch nie losgelassen mehr. Das heißt, wir haben da von vollkommen unterschiedlichen Zugängen, aber eben teilen wir diese Verwebung von Theater, Schauspiel und Musik gemeinsam. Und das ist eine ganz, ganz spannende Kombination, was da rauskommt. Wie würdest du eigentlich ein Musikthema ungefähr beschreiben? Wie du gesagt hast, Punk oder so. Wieso generell die Musik, kann man das überhaupt so beschreiben? Oder gibt es da quasi in verschiedene Pools rein bei der Musik? Also wenn du live spielst, wenn es vom Band kommt, wie kann man sich das, welche Richtungen, sagen wir, kämen da so vor? Oder, weiß ich nicht, vielleicht welche Bands oder welche Stile, welche Instrumente? Das ist schwer zu beantworten, weil sozusagen die Musik, von der ich komme, die ist auf der Bühne insofern nicht, also da braucht jetzt echt eine Band und so weiter. Ja. Also insofern ist es auch interessant, weil du eher von der Klassik kommst und ich dann eher in Bandstrukturen die Musik denke und das ist dann ganz interessant. Und letztlich kommt es halt, ist auch viel Gesang dabei,
viel Arbeit mit der Stimme und mit den Instrumenten, die wir natürlich selber spielen. Also das grenzt es dann auch irgendwo ein. Genau, also, was man auf die Bühne bringen kann sozusagen. Ja, bis wir halt auch bedienen können. Also Klavier, Keyboard, Gitarre. Dann hat man Akkordeon dabei bei der letzten Produktion. Also das sind so die... Und ich weiß nicht, würdest du den Musikstil, den wir machen in der Theaterproduktion, benennen können? Ich würde also mir das schwer tun. Echt. Wir haben ja auch ein Album gemeinsam miteinander aufgenommen, Lichtwechsel. Ja. Und das sind alles größtenteils deutschsprachige, ich würde mal sagen, in die Richtung Theatermusik, Chanson. Okay. Die begleitet sind mit Gitarre, Klavier, obwohl die Gitarre wirklich also das tragende Instrument ist. Und die Stimme kommt erzählend dazu, gemeinsam, allein, je nachdem. Okay, also nicht die Stimme quasi das primäre Instrument, sondern wirklich die Gitarre und dann kommt die Stimme drumherum sozusagen. Ich würde sagen gleichwertig. Okay, also die Gitarre ist das Instrument und die Stimme und das findet einen Weg miteinander, so würde ich es beschreiben. Und es geht um Geschichten erzählen. Und die Songs vom Album quasi, die nehmt ihr immer noch in der Produktion auch her, oder? In beide Richtungen. Also manche Songs im Album sind ja von Produktionen, wo die vorgekommen sind. Okay. Und so die neuen Songs sozusagen, die wären dann Material für ein zweites Album. Und ich meine, eine Sache muss man natürlich auch dazu sagen, ein Reiz des Ganzen ist ja immer auch in der freien Szene mit verhältnismäßig relativ wenig Mitteln viel zu machen. Also das ist ja auch aus der Begrenzung heraus etwas Lösungen zu finden, ist ja auch eine sehr frustrierende, aber auch eine sehr reizvolle Arbeit sein. Und man kommt dann auf Ideen und Lösungen, die vielleicht mit mehr Budget in der Form gar nicht stattgefunden hätten. Zwingt auch zur Kreativität. Absolut, absolut. Also das hat immer Vor- und Nachteile. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt. 13. Mai, schreiben wir sie auf, kleines Theater, Theaterlicht im kleinen Theater. Und sage auf jeden Fall danke fürs Kommen, danke für die Anmerkungen, für die Sachen, die wir gehört haben. Da würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir sie wahrscheinlich im kleinen Theater dann. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Gerne. Abschließend können wir also festhalten, Inklusion kann funktionieren, denn das Ziel, das dahinter steckt, ist es allemal wert, nämlich eine Gesellschaft, die niemanden mehr ausgrenzt. Das war das Kultmagazin zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Wir sind Lauren Seiringer und Jana Egelseer. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.